Jo, Minecraft-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Nintendo Switch Edition. Für die Nintendo Wii U hatten wir uns das Minecraft ja schon mal angeguckt. Und nun ja, jetzt gibt es das Ganze auch für die Switch. Ich habe mich kurz warm gespielt, was die Steuerung angeht, kann allerdings nicht garantieren, dass das nicht in einem unglaublichen Fail endet. Ich habe mir im Minecraft Store auch was gekauft, und zwar ein Skin-Pack, das mir aber im Spiel trotzdem nicht angezeigt wird. Also anscheinend funktioniert das noch nicht ganz. Es gibt ganz coole Skins, die Super Mario Skins. Dann hat man irgendwie die Möglichkeit, total die abgefahrenen Sachen da auszuwählen, schon, die einem frei zur Verfügung stehen, für die man nichts bezahlen muss. Von daher ist das in Ordnung, aber ich weiß nicht. Ich kann einfach ein Busch. Ich will ein Buschbaby sein, zum Favoriten hinzufügen. Das ist süß. Ich bin jetzt ein Buschbaby. Und ja, weiß halt nicht. Ich habe mir Skins runtergeladen. Ich weiß nicht, ob die jetzt im Spiel angezeigt werden. Ich möchte jetzt erstmal ganz normal einfach spielen. Und wir erstellen jetzt einfach eine neue Welt. Ganz normal. Und ich guck mal, was ich jetzt hier für Texturenpakete habe. Süßigkeiten, Cartoon nicht, Chinesisch auch nicht. Fantasy, das gefällt mir voll gut. Das hätte ich gerne. Ich möchte Fantasy nehmen. Schwierigkeit normal. Überleben. Die Welt darf auch erstmal so heißen. Ein Online-Spiel ist es nicht. Weitere Optionen. Seed. Ja, dann gebe ich mal ein Seed ein. Und zwar nennen wir das Vollkorn. Jawohl. Vollkorn, genau. Bonustruhe. Nee, das nicht. Weltgröße Mittel ist auch in Ordnung so. Ja, ich denke, das passt. Gibt es noch mehr Sachen da unten? Autospeichern, Spielern vertrauen. Feuer breitet sich aus, TNT explodiert. Ja, natürlich, das darf alles so sein. Ja gut, da gab es noch mehr Spieloptionen. Freunde von Freunden zulassen, Host-Privilegien, Inventar behalten. Bei der Aktivierung behalten Spieler ihr Inventar, wenn sie sterben. Ach, das ist ja schön. Du kannst richtig anständig hier dann online mit Leuten zusammenspielen. Dann erschaffen wir jetzt mal unsere kleine neue Welt und seinen kleinen Igelbau mit dem Texturenpaket Fantasy. Welches Texturenpaket habe ich mir runtergeladen? Steampunk, genau. Und das wurde mir irgendwie nicht angezeigt vorhin. Vielleicht muss ich die Switch neu starten. Ich habe schon runtergeladen. Man muss das Spiel dann neu starten. Aber das Fantasy sieht ja auch geil aus. Oh, und die Minecraft-Musik. Die gute alte Zeit. Okay, ich springe mit dem A-Knopf. Ist das gewöhnungsbedürftig? Also ihr springt mit dem A-Knopf. Ihr baut hiermit ab. Könnt ihr dann hauen und damit mit dem anderen Knopf es dann irgendwie aktivieren oder schlagen. Aber das sieht schön aus. Mit B lasst ihr etwas fallen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich nehme jetzt einfach erstmal ganz normales Holz mit. Und kann jetzt mein Inventar öffnen. Dreimal auf Holz geklopft, sehr schön. Da habe ich jetzt mein Holz. Ich habe von Anfang an eine Karte in meinem Inventar. Das finde ich ganz nett. Oh, das sieht echt süß aus. Ich bin ein Buschbaby! Warte, wenn ich. Wenn ich irgendeinen Knopf muss ich immer drücken, dann konnte ich mich selber sehen. Anscheinend klappt das hier nicht. Es ging aber immer. Naja, mir wird übrigens. Oh. Das wollte ich nicht. Mir wird angezeigt, was ich machen kann mit den Dingen, die ich in meiner Hand habe, während ich sie in der Hand halte. Hier wird mir zum Beispiel erklärt, dass ich jetzt hier einen Block platzieren kann oder abbauen kann. Das ist ziemlich nützlich gemacht, denn die Steuerung ist, besonders wenn man die PC-Version gespielt hat, am Anfang noch vage und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Verwenden. Gucken wir mal, wo wir sind. Ach, cool. In diese Richtung breitet sich die Karte dann aus. Das ist aber echt schön gemacht. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht den B-Knopf drücke und sie fallen lasse. Das Texturenpack gefällt mir. Das ist standardmäßig dabei. Und es sieht wunderschön aus. So eins würde ich auch gestalten. Immer wenn ich Minecraft spiele, kriege ich Bock, an meinem Texturenpack zu arbeiten. Aber ich habe dafür momentan einfach nicht die Zeit. Da drüben sind schon auf jeden Fall jede Menge Tierchen. Und ich habe das Gefühl, wir sind auf einer Insel gelandet. Eine etwas größeren Insel zwar, aber. Hundis! Und die haben mir schon Schafe gerissen. Das ist gut, das bedeutet, wir kriegen gratis Wolle, aber die haben einfach. Wow, okay. Die haben mir doch Schafe gerissen. Gratis zu gratis Fleisch sage ich ja nicht nein in Minecraft, ne? Wie weit ist diese Minecraft-Version eigentlich? Hier sind auch Pferde. Okay, weil, wie ist denn das, wenn hier auch Pferde sind mit drin, kann man hier auch gleiten? Ich meine, sind all diese neuen Sachen mit drin? Man könnte es ja erwarten, wenn es die Switch Edition ist. Ich nehme jetzt erstmal eine Menge Holz mit. Und das Inventar. Nee, das waren die Spieler. Wieder zurück. Da kann ich noch Einstellungen vornehmen. Ah, das war das. Damit ging es hin und her. Das war mein Inventar, genau. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie die Steuerung geht. Y war das mit dem. Genau, mit dem Craften. Und da kann ich jetzt auswählen, was ich machen möchte. Mit dem Holz, was ich habe.
Genau, ich hab. Ich höre einen Zombie. Unter mir in der Höhle oder was? Ich hab. Oh Gott. Ich krieg ja mal Paras gleich. Ich gehe einfach mal darüber. Oh, schwimmen wird jetzt noch Herausforderung. Wie schwimmt man? Okay, einfach auch Springtaste gedrückt halten. Sehr gut. Ich bleib jetzt mal hier. Hier ist es übersichtlich. Okay, Y. Und ich sehe, was ich mit den Sachen im Inventar bauen kann, wahrscheinlich bevorzugt. Strukturen. Ah ja, hier wird mir angezeigt, wie ich Werkzeuge bauen kann. Oh, das Texturenpack ist super schön. Ich möchte jetzt erstmal Eichenbretter haben. Das macht er mir daraus auch erstmal gleich. Sehr gut. Und einmal Stöcke bitte. Quarz geht nicht. Eine Werkbank auch. Wunderbar. Und, was ist das? Ach, guck einer an. Banner kann ich hier machen. Und hier kann ich Feuerwerk machen. Hier kann ich Werkzeuge machen. Fackeln, das geht jetzt noch nicht. Alles, was mit Kohle gemacht werden kann. Okay. Und hier kann ich Enderaugen herstellen. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich machen kann. Deswegen zeigt es mir das nicht alles an. Nur ein Teil davon anscheinend. Ich meine, es ist geschickt gemacht. Eine geschickte Lösung. Das so, aber ich würde mir gerne eine Holzspitzhacke machen. Das geht ja nicht. Brauche ich eine Werkbank für. Das geht wahrscheinlich dann auch nur, wenn ich eine Werkbank habe. Ja, dann platziere ich jetzt, platziere ich jetzt hier eine Werkbank hin. Und verwende diese. Und jetzt habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten. Alles klar. Holzspitzhacke. Genau. Und eine Holzaxt. Perfekt. Ja, besser geht's ja schon mal gar nicht mehr. Da bin ich ja hier. Ups, das wollte ich gar nicht. Da bin ich ja gut mit dabei. Ja, die Steuerung, da muss man sich am Anfang wirklich dran gewöhnen. Meine Güte, was hier alles passiert. Nein, ich habe den B-Knopf gedrückt statt den A-Knopf. Ah, wo ist ihn da? Ah, A-Knopf zum Springen, A-Knopf zum Springen. Oh, das ist wieder Steuerung. Voll gewöhnungsbedürftig. Auf der einen Seite macht es total Sinn, auf der anderen Seite denke ich mir, da, der kam auf den Gedanken. Ich bewege mich jetzt gerade weg von dem Punkt, den ich noch auf der Karte gesehen habe, ne? Das ist irgendwie doof. Aber ich sah da jetzt auch, hier sieht nach mehr Festland aus. Zumindest wurde das hier auf der Karte teilweise so angezeigt. Ich kann mir jetzt auch schon ein Bett machen, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, dass wir die Wölfe am Anfang haben, die Schafe gerissen haben. Ja, uns wären die nur davongelaufen ohne vernünftige Waffen. Hups. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man rennt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Steuerung geguckt, da stand einfach nur Rennen. Und ich so, ja, und wie? Und das Spiel so, das findest du schon noch selber heraus. Und ich so, nein, ich habe keine Ahnung. Das war ein bisschen seltsam. Gut, dann gehen wir jetzt einfach hier hoch. Hacken noch ein paar Bäume ab und spielen ganz normal Minecraft, so wie wir das kennen. Ich sollte ja Profi darin sein. Oh, verdammt. Nur in der Steuerung bin ich jetzt nicht unbedingt der Profi. Das habe ich, ja, da habe ich anscheinend noch ein paar Defizite. Hallo, Xavi. Gehen wir einfach so ein bisschen hier so hin. Da kommen zumindest auch noch größere Felsen. Dann wird es auch irgendwann dunkel und kommen die bösen ganzen Zombies und so. Schon andere Geräusche gehört. Das klang schon wie das Klappern eines Skeletts. Bin ich blöd? Paranoid? Ne, das war nur Schnauben. Das war Schnauben, ja. Die ganzen Sounds in Minecraft. So lange ist das her, dass ich hier stehe und keine Ahnung habe, was passiert. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Hunis kann ich eh nicht zähmen. Das bringt mir sowieso nichts. Kann ich höchstens zugucken, wie sie irgendwelche Schafe umbringen. Und das sieht ja hier einladend aus. Möchte jetzt der wieder runter? Ja, danke. Da wäre zumindest schon mal Kohle. Kohle ist schon mal ein Anfang. Man sieht ja unter Wasser wirklich gar nichts. Aha, da hinten kommt ein Nadelgebiet. Das sieht auch sehr nach tannenähnlichen Wäldern aus. Wow, das Texturenpack ist echt geil. Das ist voll cool. Ich möchte gerne hier hin. Dankeschön. Und dann möchte ich gerne hier mal ein bisschen hacken. Geht das eigentlich damit? Oder mache ich es damit kaputt? Nee, es sollte eigentlich abbaubar sein damit. Ja, genau. Ich krieg so Erfahrungspunkte. Schön. Gott, diese Pixelgrafik. Das ist so groß auf dem 2K-Monitor. Ist schon gewöhnungsbedürftig. Läuft aber ausgesprochen flüssig auf der Switch. Und jetzt müsst ihr euch halt einfach mal geben, dass ihr Nintendo Switch Minecraft überall spielen könnt. Also das bedeutet, ihr könnt Minecraft überall. Überall spielen. Ihr habt einfach Minecraft in der Hand, in der Hosentasche.
Ihr könnt hier die Switch überall mit hinnehmen. Das ist das Großartige an Mario Kart, dass man es halt überall spielen kann, wo man Bock hat. Ja, man kann einfach überall Minecraft spielen. In der Arztpraxis, im Zug. Ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, man hat auch seinen Laptop und sowas. Aber ist halt so ein Ding. Nicht jeder hat ein Tablet, nicht jeder hat einen Laptop. Und hat schon alles so seine Vorteile auch, ja? Finde ich sehr schön gemacht. Auch wenn ich... Ich und die Steuerung, wir haben ein paar Probleme miteinander. Okay, das ist ja ein bisschen. Wir sind ja noch, wir haben ja noch, wir müssen ja auch Kommunikationsprobleme. Ja, auch aber ich und sowas. Ziemlich geil. Ich würde mich jetzt auch darüber freuen, wenn so Spiele wie Portal Knights oder sowas auf die Nintendo Switch kämen. Weil das habe ich mit Trefern jetzt ein paar Mal gespielt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es hat ja auch so ein bisschen diese Minecraft-Elemente, aber auf einem anderen Gebiet noch und ziemlich viele Skillungen und man reist von Biom zu Biom, beziehungsweise von Welt zu Welt mit Portalen. Das ist auch geil. Hier gibt es natürlich jetzt auch diese Themenwelten wie Super Mario, das habe ich mir angeguckt, fand ich ein bisschen übertrieben, möchte ich sagen. Minecraft hat sich ganz schön entwickelt und irgendwie, finde ich, fühlt sich das auf der Switch so ein bisschen ursächlicher an als auf dem PC. So ein bisschen roher, so ein bisschen wie früher, damals, als man das erste Mal Minecraft gespielt hat. Und deswegen gefällt mir das gerade sehr. Es hat so ein bisschen Retro-Faktor. Das mag ich. Und ich will rennen können. Ich wünsche, ich könnte die Tastenbelegung so machen, dass ich mit B renne. Geht das vielleicht? Okay. Kann ich das... Sicherer Sprint ist an. Was heißt das? Aha. Sehe ich mich selber. Ich bin ein Buschbaby. Oh, ich bin ein Buschbaby. Ich bin ein süßes kleines Buschbaby. Bin ich nicht ein süßes kleines Buschbaby? Ich bin ein süßes kleines Buschbaby. Oh, ist das süß. Aha, da geht es auch schon in Richtung Höhlen. Aber das interessiert mich jetzt mehr. Ja, wir sind jetzt wohl hier doch auf dem Festland gelandet. Das ist okay. Oh, hier fängt ein anderes Biom an. Das sieht doch interessant aus. So viel Kohle an der Oberfläche zu finden, finde ich jetzt persönlich übrigens auch nicht schlecht. Also wir müssten jetzt noch Minengänge schon mal durchbuddeln. So. Und man kommt mit der Steuerung ganz gut zurecht. Ich bin da recht schnell warm geworden mit. Ich muss ja sagen, kleine Anekdote. Ich habe ziemlich wenig Spiele mit... Tastatursteuerung gespielt, vor allen Dingen steuerungskomplexe Spiele. Mein erstes Tastatursteuerungsspiel war Jedi Knights, Jedi Academy, also Star Wars Jedi Knights, Jedi Academy. Dieses Let's Play kann man auch komplett auf meinem Kanal noch angucken. Es ist hilarious, bekloppt und verrückt und es ist schon 7 Jahre alt. Ja, es ist auf jeden Fall bekloppt und verrückt und es hat mir sehr viel Freude bereitet. So, jetzt möchte ich dich benutzen. Jetzt möchte ich ein Bett machen, bitte. Danke. Und jetzt möchte ich das Bett hier hinlegen und dann möchte ich das Bett benutzen. Oh, Gott sei Dank. Haben wir ein Glück, dass wir gleich am Anfang Schafe und alles hatten. Wunderbar. Aua! Was soll denn das? Das nehmen wir jetzt aber mit. Und ja, wie soll ich sagen, ich war nicht sonderlich gut in WASD-Steuerung. Aber das war bei Star Wars Jedi Knights, Jedi Akademien und nicht ganz so komplex. A-Knopf, verdammt! Und naja, ich stand dann da mit Minecraft. Also ich habe das, Tabamaro hat Minecraft gespielt. Das ist ein Let's Play-Kollege von mir gewesen und ein Freund. Und wir haben uns das im Livestream bei ihm angucken können. Also ich hab zugeguckt, wie damals noch auf livestream.com oder was war das, wie hieß es? Livestream.com hieß das, glaube ich, ja. Hat er Minecraft gespielt und das fand ich so interessant. Da war dann halt sofort ein, ich will das auch haben. Und dann habe ich mir Minecraft geholt und fand das ganz cool. Und er hat mir den Let's Player Gronkh gezeigt. Dadurch habe ich Gronkh überhaupt das erste Mal gesehen. Die eine Folge, wo er an seinem Wolkenpalazzo gebaut hat und dann so ein Schwein in den Tod gestürzt hat. Und ich dachte mir nur so, was für ein Arsch. Das war mein erster Eindruck von Gronkh. Das ist eigentlich voll nicht der gute Eindruck gewesen und so. Aber das hat mich dann auch gar nicht so viel weiter interessiert. Ich fand das dann ganz cool, dass er so Let's Plays macht und war interessant zu sehen, dass es so große Kanäle gibt, auch neben Alligator und so. Also früher Alligator, Ali, 1024 war das doch. Also jetzt Alblali, ja, unser Victor, einer der allerersten Let's Player in Deutschland. Und bekannte ja die ganzen Leute auch in der Szene von meinem kleinen Auf-Kanal an. Und das war super cool. Verwenden bitte. Da so teilzuhaben. Und ich brauche jetzt Steinsachen. Ich brauche erstmal Stöcke. Okay. Gib mir Stöcke. So. Dann mach
machen wir das jetzt? Kann ich das gleich irgendwie, dass es immer so bleibt? Nee, ist immer erstmal Holz da. Oh, das ist blöd. Naja, schon mal besser als gar nichts, ne? Halt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte, nein, das wollte ich auch. So mache ich das genau richtig. Das eine war benutzen, das andere war zerstören. Alles klar. Zack. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen mehr abbauen. Also so hat es bei mir dann angefangen, dass ich mich für Minecraft interessiert habe. Ich habe auch mein allererstes Mal Minecraft-Spielen aufgenommen. Also wie ich das allererste Mal Minecraft geöffnet habe, habe ich aufgenommen. Und ich kam nicht mit der Steuerung klar, weil das einzige PC-Spiel, was ich vorher gespielt habe, ich meine, war ein Konsolenkind, ich hatte ein iMac und ich hatte nicht viele Möglichkeiten, Videospiele zu spielen. Ich hatte nie vorher einen PC, der videospieltauglich gewesen wäre. Und ja, das erste Spiel, was ich dann da quasi so richtig mit WASD-Steuerung ein bisschen komplexer, wo man halt gleichzeitig springen und laufen musste und sich in der Luft mal drehen und so, das war Minecraft. Und die erste Aufnahme, es klingt, als würde ein 12-jähriger, kleiner, durchgeknallter, sehr, 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 sehr mit Koffein gefütterter Junge Minecraft spielen. Ich war halt mega, ich hatte mega Spaß. Ich habe mir extra ein PayPal-Konto geholt für Minecraft. Ich habe extra deswegen, habe ich mir PayPal zugelegt. Und dann wurde PayPal endlich freigeschaltet. Es dauerte 14 Tage, bis PayPal bei mir freigeschaltet war. Und dann habe ich halt, ich habe nachts davon geträumt, wie ich Minecraft spiele und wie ich das baue. Und das war so ein Hype um dieses Spiel. Und das war, ich wollte halt unbedingt Minecraft spielen. Das hat mir so unglaublich viel Spaß bereitet, dieses Let's Play bei Gronkh dann zu gucken oder die Livestreams zu gucken bei anderen Leuten und so. Ich wollte das dann einfach aber unbedingt selber spielen. Ich fand das spannend und aufregend, wollte mich dann auch nicht zu sehr spoilern lassen, hab mir das dann halt dementsprechend auch nicht zu oft angeguckt, hab nicht so viele Let's Plays geschaut, damit ich halt, ich habe dann später als Tobaskus angefangen hat Minecraft zu spielen, da habe ich wieder regelmäßig Let's Plays geguckt, Toby Turner, falls das jemand weiß. Und ja, das hat super viel Spaß gemacht, ich hatte super viel Freude daran. Und dann konnte ich das halt endlich selber spielen. Ich habe schon immer nachts davon geträumt, wie ich mich gegen die Zombies verteidige und mir eine eigene Wohnung einbaue. Und oh, das war richtig cool und spannend. Und man hatte noch richtig Herzklopfen bei den Monstern in dem Spiel, wenn sie auf einen getroffen sind. Das war noch spannender und aufregender. Man hat nicht so schnell Ressourcen gehabt. Kohle gab es am Anfang so gut wie gar nicht. Und ich musste, boah, das hat Tage gedauert, bis ich mal an Kohle kam. Oh, das ist ein Blumenbiom, oder? Das sieht aus wie ein Blumenbiom. Auf jeden Fall sieht es schön aus. Ich glaube, das ist ein Blumenbiom. Zumindest ein blumigeres Biom. Ja, das hat auf jeden Fall, ich hatte mega insane viel Freude und konnte dann endlich Minecraft spielen. Ich war so schlecht, weil ich halt überhaupt nicht mit der Steuerung klarkam. Das war so bad. Ich habe mich so bad angestellt. Das war wirklich peinlich. Und dieses erste Video gibt es auch noch. Oh, das ist auch nicht gelistet. Vielleicht teile ich es mal auf Twitter, um den Leuten zu zeigen, hey, wenn ihr meint, dass meine Qualität und Let's Plays und so immer schon so geil war und ich bin so voll cool und so voll der gute Let's Player und sowas, guckt euch diesen Part an. Das sieht aus, als hätte ein 12-Jähriger versucht, mit Bandicam Minecraft Let's Plays zu machen und auf cool zu tun. Das war halt so aus meinem Herzen heraus. Das war nicht irgendwie gestellt oder sonst was. Damals war es noch nicht so, wenn du Let's Plays machst, wirst du berühmt oder sowas, sondern es war so, Let's Plays machst du, weil du richtig Spaß dran hast und nur Bock drauf hast, Leute zu unterhalten, und deswegen habe ich Let's Plays gemacht. Und das hat mir viel Spaß bereitet und viel Freude bereitet. Das habe ich gemacht wegen, das habe ich gemacht wegen Looks Like Link. Ich habe seine Let's Plays geguckt und das hat mir sehr viel Freude bereitet und wollte das dann auch machen. Und ich habe halt, eins meiner ersten Spiele war Mega Man, weil durch Cold Mirror kam ich zu das Mirko LP hat Let's Plays hochgeladen und das mit Mega Man war unfassbar witzig, unglaublich komisch und hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam ich darüber zu Funk Royal und mit seiner damaligen Freundin, Gott, das ist 6 Jahre her, damals war noch mit Bibi zusammen und mit der habe ich mich mega gut angefreundet und dadurch kam ich dann zu Looks Like Links Videos, irgendwie wurden die mir nebenbei in YouTube vorgeschlagen und dann habe ich da die Let's Plays geguckt und ja, deswegen, oh, das sieht ja geil aus. Ja, deswegen wurde ich Let's Player. Weil ich habe vorher ja Zeichentutorials auf YouTube gemacht. Ne? Ich war zwar YouTuber und ich habe auch regelmäßig hochgeladen, aber ich habe Zeichen-YouTube-Videos gemacht. Mit Tutorials habe ich angefangen. Ja, das war mein erster Content. Ach, das sieht ja geil aus. Das ist ja wirklich, das sieht so dreidimensional aus. Das sieht voll gut aus. Das ist voll hübsch. Das gefällt mir. Inventar? Ja. Rote Beetesamen, die möchte ich da auch hinpacken wieder. Genau, zack. Geht das dann so? Zack. Ah ja, so, war alles klar. So sieht das alles entwickelt. Ja, und mein erstes Mal Minecraft spielen war dann halt so mit dem bisschen Vorwissen, was ich durch ein paar Let's Play Parts kennengelernt habe.
total weird und creepy. Und ich habe dann erst bei einer sehr viel späteren Version angefangen, Minecraft zu let's playen. Vorher hatte ich immer so Best-of-Videos gebracht oder Let's Shows von meiner damaligen Welt. Und die kamen sehr gut an. Ich dachte mir, okay, das interessiert die Leute, das macht denen Spaß. Ach, ist hier ein Schmied? Und so fing das an. Und wenn ich das jetzt hier alles mir angucke, dann habe ich halt mega die Flashbacks. Das ist so geil. Hallo, ich muss mal den Ofen klauen. Weil dann muss ich mir keine herstellen. Und das wäre voll cool. Und ich würde auch ganz gerne hier die Schatztruhe suchen, weil hier sogar ein Eisenschwert drin ist. Darüber freue ich mich. Oh Gott, das ist ein bisschen frickelig. Vielleicht gibt es hier auch einen Knopf, mit dem man die Sachen direkt ins Inventar packen kann. Wartet. Da. Oh, sehr gut gemacht. Ja, nice. Das da und dann abbauen. Perfekt. Schon meine Truhe und alles. So cool. Finde ich gut. Entschuldigung, du musst die Sachen neu herstellen. Sorry, Bro. Hier sind zwei Schmiede. Gibt es hier noch eine Schmiede? Manchmal gibt es ja sogar zwei Schmieden in einem Dorf. Muss mich jetzt gerade mal umgucken. Sieht aber nicht danach aus. Nee, aber hier gibt es noch mal mehr Sachen zum Ernten. Okay, gute Güter habe ich ja nichts, ne? Ihr könnt auch gerne wieder selber anbauen. Also, glaub ich auch nichts geben. Bisschen Möhren hatte ich ja jetzt, ne? Ja. Wir können mich hier ansiedeln, mag das aber gerade noch nicht. Vier. Oh, wir sind sonst wo. Das zeigt mir auch nicht mehr an, in welche Richtung ich gegangen bin. Na gut, dann weiß ich eben nicht mehr, wo ich bin. Ja, ich wollte euch nur einfach mal nebenbei ein paar Anekdoten erzählen. Wie fing das an mit Minecraft und mir? Und weil ich ja immer als Minecraft-Let's Player wahrgenommen werde und das ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Ich war nie auch nur Minecraft-Let's Player. Da war eine Zeit, also ich habe sehr früh mit Sims angefangen. Wo war denn jetzt hier eine normale Fackel? Ach so, ich habe schon wieder keine Sticks. Ich habe doch aber Kohle. Ich habe andere Kohle. Sehr gut. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man hier mitarbeiten muss, aber hey. Nein, 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 nein. Nee. Aber ich sehe keine Ausrüstungsslots für Gleiter oder für Schild. Also ist das eine alte Minecraft-Version sozusagen. Oh Gott, das Inventar zu sortieren tut im Kopf weh. Oh mein Gott, das möchte ich, glaube ich, auf der Switch mit dem Finger machen. Kann man ja, ne? Ist ja kein Problem. Aber hier mit dem Pad ist das ein bisschen... Wie spielt sich das eigentlich mit den Joy-Cons? Kann man das irgendwie... Ist das dann genauso? Ja, das ist in Ordnung, ist ja kein Problem. Seid ihr denn aktiv? Seid nicht aktiv, okay. Sonst hätte ich jetzt mal geguckt, wie es mit den Joy-Cons ist, aber die sind gerade nicht aktiv. Die müssen sowieso mal wieder in die Konsole zum Laden. Achso, ich wollte ja hier noch Sachen reinlegen, die ich gebrauchen kann. Vielleicht. Oh mein Gott, das ist nämlich mega frickelig. Das Brot zum Essen. Die kann ich noch vernichten. Steine, um sie zu nutzen, um sie irgendwo hinzubauen. Zack. Komm schon wesentlich besser damit zurecht mit der Steuerung und allem. Ich habe das nur mit dem Sprint noch nicht verstanden. Ha, ich bin ein Buschbaby! Ich bin ein Buschbaby! Ah, die guten alten Zeiten. Ich liebe Minecraft. Aber ich möchte es nicht auf der Switch let's playen müssen. Also, no offense, aber die Steuerung und die alte Version machen mir doch dann ein bisschen zu schaffen. Ist super geil zu wissen, dass ich das unterwegs jederzeit spielen kann. Das macht mir gerade mega Freude, weil das bedeutet, ich kann halt unterwegs bauen. Im Creative-Modus. Einfach eine Welt im Creative-Modus aufmachen und so. Ich habe meine Axt fallen lassen, weil ich wieder den falschen Knopf gedrückt habe und jetzt finde ich sie nicht. Was ist die denn jetzt? Habe ich meine Axt fallen lassen? Da. Meine Fresse. So kompliziert kann das doch nicht sein. Wer hat mir denn den Kopf gepupput? Ich möchte eigentlich ganz gerne wissen, wie es ist zu kämpfen, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Vielleicht finden wir ja noch Gegner. Ich bevorzuge aber eher weniger. Oh, ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das abbauen. Seht ihr, ich habe immer noch Struggle mit den Fähigkeiten. Hiermit springe ich. Okay, gut, alles gut. Oh, wieso brennt da was? Ist da ein Lavafeld? Stimmt, wenn da was brennt, ist da Lava. Ja, wie geil. Oh, sowas liebe ich ja. Oh, es breitet sich aus. Ich gehe. Ich war nie hier. Dupp, die Schwupp.
Ach, wie schön, die gute alte Zeit. Ich sneake gerade. Ich möchte hier aber gerne runter. Wie sieht das denn bei euch aus? Eure ersten Minecraft-Erfahrungen? Also, ich habe das ja schon häufiger gefragt und von meinen Stammzuschauern kenne ich auch die Geschichten teilweise alle schon, weil man kennt sich halt über die Zeit, ne? Man lernt sich ja kennen. Man lernt ja kennen, was die Leute alles so für... so für Erfahrungen mit Minecraft gesammelt haben und wer wie wo Minecraft spielt und so weiter und so fort. Und naja, es kommen ja aber immer wieder neue Zuschauer zu meinem Kanal dazu. Und, wow, ich möchte sneaken, danke. Also mit dem Sneaken funktioniert echt gut hier. Und dann würde ich ganz gerne hören, wie sieht das dann bei euch aus mit Minecraft? Erzählt doch mal. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie habt ihr zu diesem Spiel gefunden und ist das etwas, was ihr auf der Switch, wenn ihr eine Switch habt, spielen wollt? Ist das so ein Ding, wo ihr sagt, ja, das ist ein Must-Have, das kaufe ich mir auf jeden Fall? Oder ist das mehr so ein, wo ihr euch denkt, ja, nee, das ist unnötig, ich habe das schon für den PC. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wäre natürlich... Oh, ich sollte auch mal Brot essen. Es gibt ja Hunger in dem Spiel. Etwas, was ich mal bei anderen Spielen vermisse. Ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hier bekommt, die Möglichkeiten, online halt mit Freunden zu spielen jederzeit. Wow, alles klar. Das persönlich gefällt mir echt sehr gut. So der Aspekt dahinter, weswegen ich sage, Minecraft für die Switch unbedingt ja. Unterwegs, jederzeit, Minecraft zocken. Das ist der Hammer. Ich meine, was kann man sich mehr wünschen? Ja, cool. Ist gar nicht aufgefallen, dass ich wieder die falsche Maustaste gedrückt hatte. Jetzt kann ich schon eine Eisenspitzhacke machen. Gut. Ja, und hier wird es dann wohl noch mehr Höhlen geben, wenn ich hier schon Zombies gehört habe. Kann ich ja mal ein bisschen mich durch die Gegend buddeln und Strip Mining machen. Aber es wird auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich würde ganz gerne Minecraft zusammen mit Freunden spielen. Wen ich damit meinen könnte zum Beispiel. Well, oh Gott, das kann einen umbringen, wenn man hier die Tastenkombination nicht gut kann. Ihr kennt ja im Alter, ihr kennt ja Musician. Ich könnte mir das ganz lustig vorstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich mega verkacken hier. Ansonsten möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Minecraft Switch ausprobieren zusammen mit euch. Alte Erinnerungen an Minecraft zusammen auffrischen. Ein bisschen so die gute alte Zeit leben, mich zurückerinnern, wie das früher alles war. Und naja, Minecraft soll ja auf meinem Kanal nicht ausgestorben sein. Das hatte ich euch ja auch gesagt. Das ist klar, sonst ist wieder was von oben auf den Kopf gefallen. Minecraft als Projekt an sich ist auf meinem Kanal ja auch auf Eis gelegt, bis zu einem Punkt, bei dem ich was gefunden habe, was passt. Also ich würde gerne wieder sowas machen wie Vex Sea of Flames und dafür bräuchte ich aber erstmal eine Adventure Map passend zu der aktuellen Version, die genau das liefert, was wir da hatten. Dieses Open World Adventure mit Challenge und allem drum und dran. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich mir eine eigene Minecraft Challenge setze, ob ich ein paar Regeln aufsetze und jemanden eine Karte für mich bauen lasse, nach gewissen Parametern oder so. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Sowas kann man ja auch machen. Weil ich möchte nicht nur normales Minecraft spielen, ich würde das gerne kombiniert mit Sachen spielen, die mir immer schon gefallen haben bei dem Spiel. Ja, von daher. Ich sitze jetzt hier in meiner kleinen Höhle, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und mit Nostalgien. Ja, also für manche ist das Nostalgie, was ich gerade erzählt habe, weil viele von euch tatsächlich seit Anfang an meinem Kanal folgen. Wer von euch hat dann noch das Minecraft-Video gesehen? Mein allererstes Minecraft-Video, als es live auf meinem Kanal war. Wer war denn dabei, als diese Peinlichkeit hochgeladen worden ist? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche noch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut, Leute. Tschüss. So, jetzt. Wo war hier der Aufnahmestopp-Button? Ups. Meine Knie machen automatisch Dinge mit meinem... Okay.